So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir haben wieder mal Adi und den Bier-Adventskalender. Erst eins für Adi, dann eins für den Ramses, ne? Erst für den kleinen Dicken, dann für den großen Dicken. Deshalb holen wir uns hier den schönen Adventskalender. Ist der nicht? Ach, der sieht so edel aus und hier ist immer noch alles weggerissen. Irgendwie sieht jetzt. Ich habe schon immer gesagt, es ist ein Türchen dabei, wo nichts drin ist. Ich sehe ja jetzt schon, dass hier die 16 rumhängt und einfach leer ist. Aber heute kommen wir erstmal zur 15, ja? Ich nehme das jetzt auf. Hier oben ist die 15, Adi, guck. Guck dir das mal an. Das ist die 15. Die kann man hier raus tun. Das ist wieder so ein Tütchen. Schnubbeldi-Bubs, ne? Das ist wieder so, so rötlich und dunkel. Machen wir mal auf. Schmeißen alles runter. Keine Ahnung, wer das da hingestellt hat. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Ich stelle nie irgendwo irgendwas hin. So lebe ich schon seit 33 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Moment. Ja, Adi, probiere mal. 88. 12. Ich glaube 33 passt sogar, ne? Hättet ihr das gedacht, da fällt die Hälfte runter. Adi, guck, den Rest kriegst du hier in den Waschbecken. Das kleine Stück, was runtergefallen ist, kriegst du auch noch. Zack. Und wir nehmen uns jetzt mal diesen dicken Humpen. Ich raff gar nichts mehr. Guckt mal, was da liegt. Das sind keine Würstchen. Das sind zwei Tütchen vom Adventskalender vom Adi. Wo kommen die denn her? Ist das etwa die 16? Wo ist die zweite her? Und wo ist die fehlt, die er schon gegessen hat? Da blickst du doch gar nicht durch. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier die 15. Die befindet sich diesmal hier ganz unten. Das schmeißen wir jetzt hier hin. Und das ist ein, sieht aus wie ein Bitburger. Guck. Nein, ist es natürlich nicht. Ihr werdet sowas hier nicht finden. Da steht aber Bischof. Feine Bierspezialitäten von Bischof. Wieder eine grünliche Flasche? Stehe ich nicht. Ich muss mal kurz die zwei Tüten wegpacken. Die irritieren mich, dass sie da rumliegen. Das ist eine Pelzer Hell. Also diesmal ist nicht nur das Etikett grün und natürlich, diesmal ist auch die Flasche grün. Pelzer, de Pelzer hier, www.bischofbier.de. Da steht de Pelzer und da steht nur Pelzer, hell. Hinten drauf steht, der ausgewogene, vollmundige Aroma, das... Es ist egal, was hinten drauf steht. 5,2% hat es auf jeden Fall von Fund. Pelzer, Verpelzer und andere Leid. Das ist schon wieder alles zu hoch. Auf jeden Fall grüne Flasche. Ihr wisst, grüne Flaschen schmecken immer ganz besonders. Ansonsten, ja, es passt ja alles zusammen. Wenn man das so sieht, würde man auch denken, ein Wickkühler oder ein Becks. Ah, Becks ist so teuer, ist wahrscheinlich doch ein Wickkühler. Und das Etikett ist halt jetzt wieder schlicht, obwohl das hier wenigstens ein bisschen glänzt und nicht so papierig aussieht. Dann hier dieser komische Spruch, Fundbelzer, Verbelzer und andere Leute, ne? Und dann weiß ich nicht. Obwohl es halt alles zusammenpasst, es sieht aus einfach wie ein normales Bier. Ich glaube, ich würde eine 3 geben, nicht direkt auf das Etikett, aber halt insgesamt so auf den Look. Ja? Wenn das so steht, eine 3, sieht aus wie ein normales Bier in einer grünen Flasche. Und oben mit dem Bitburger Kronkorken, dass du eh denkst, hä? Was war da denn los? Dann machen wir es natürlich jetzt auf, füllen es mal ein, ist hell, dürfte also nicht dunkel sein, steht nichts von trüb, könnte aber trüb sein. Erstmal gucken, warte mal hier, so muss es ja immer, fürs Thumbnail muss das so eingeschenkt sein, dass man die Flasche sieht an der Kamera. Und so hell ist es gar nicht, eigentlich hat es sogar eine richtig schön kräftige Goldfarbe. Ja, brauche ich gar nicht lang fackeln, glaube ich, guckt euch das an. Diese Farbe, ich weiß, bei euch sieht es wieder anders aus. Glasklar, das spiegelt alles.
Du hast den Durchblick. Es perlt. Es sieht frisch aus. Es sieht unglaublich toll aus. Ich würde sogar für Farbe hier 5 Punkte geben, weil mich das richtig anspricht. Wenn ich das so sehe, sieht das einfach herrlich köstlich aus. 5 Punkte für die Farbe. Geruch. Es hat eine leicht bierige Note und auch etwas Süßliches. Es riecht nicht neutral, es riecht angenehm, aber es riecht trotzdem nach Bier. Das sind 2 Faktoren, die ich immer brauche, um auch bei Geruch 5 Punkte zu geben. Wenn es nur süß riecht oder nach gar nichts riecht, dann reicht das nicht. Aber das vereint eigentlich wieder beides, was ich gut finde an einem Bier. Hätte ich mal beim Etikett mehr gegeben. Ich würde unbedingt gerne mal eins haben, was die volle Punktzahl überall hat. Aber nee, Etikett 3... So, Standardbier, ne? Sieht aber gut aus und riecht vor allem gut. Und jetzt, wie schmeckt es denn? Schmeckt es jetzt fair oder schmeckt es fun? Schauen wir mal. Schaum. Es hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Geschmack. Ich glaube, wenn du das absetzt und merkst im Nachhinein, schmeckt das wie so ein Eimer Farbe. Ja? Das ist nicht bitter, das ist nicht herb, das ist irgendwie stumpf, so richtig stumpf. Ich kann das nicht beschreiben, ich habe in dem ganzen Kalender noch nicht einmal so einen komischen Geschmack gehabt, aber ich gucke mir das mal kurz noch mal an. Also wenn du mehr trinkst mit einmal, läuft das auf jeden Fall gut runter. Das muss ich schon sagen. Es ist nicht so, dass man bei jedem Schluck, den man macht, halt einen Brechreiz bekommt oder sagt, ist auch nicht so wässrig. Es hat eigentlich einen Geschmack. Es hat einen guten bierigen Geschmack. Ja, ich würde, wenn das so geblieben wäre, volle 5 Punkte gegeben für den Geschmack. Dann setzt du ab und beim Absetzen kam eben so ein... So ein dumpfer Geschmack hinterher, beim zweiten Mal aber jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, ich sollte mal sagen, Peter und Ford, euer Ramses, so, wenn ich es am Ende immer mache. Moment. Ich glaube, da hat man sich so schnell dran gewöhnt. Man hat sich so schnell dran gewöhnt, auch jetzt ich dieses fade, dumpfe, farbige, komische, künstliche, was beim ersten irgendwie da war, habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Ich habe eine leicht brennende Note auf der Zunge, aber vielleicht liegt das auch an mir. Generell ist das aber nichts, was man nicht trinken kann oder nicht trinken sollte. Das wirkt irgendwie gerade wie ein vernünftiges Bier. Sieht gut aus, riecht gut, hat Geschmack beim Trinken wunderbar. Ne? Beim Absetzen kurz, aber du merkst wenigstens, dass du Bier trinkst und nicht ein Glas Wasser. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich hier bei Geschmack, weil ich eigentlich fast komplett zufrieden bin, bei Geschmack 5 Punkte gebe. Also 5 Punkte... Geschmack beim Pelzer hell. Ich glaube es nicht, dass das passiert ist. Fun, ne? V-U-N, Fun Pelzer, Fair Pelzer und andere Leid. Ich bin dann andere Leid und ich sag, das hat's mal geschmeckt. Ne? Deswegen war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist auch noch aus einer grünen Flasche. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.